Also mein Name ist Emil Gallet und ich habe auch einen Künstlernamen. Und zwar in den USA, also da heiße ich Emil Moon. Ich wollte Schauspielen halt. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt schon eine Schule mache, also dann möchte ich das vielleicht in den Staaten in Amerika machen. Gensgern Thompson, neue Koordinaten. Gut, dann habe ich das, dann bin ich da drüber. Mich hat immer halt interessiert, nicht die Bühne, sondern eher Film, immer Film. Egal, ob es jetzt Fernsehen wäre oder Kinofilm oder was anderes. Immer gedacht, da gehe ich einfach hin, dreimal und dann habe ich das, also ein Blödsinn. Also das heißt, wenn der Assistant Director dich dann auswählt, statt wenn der Stand-in krank ist oder so, dann kann ich da mal das machen und dann bekomme ich einen besseren, also diesen Union Voucher. Und da brauche ich drei davon. Zum Schluss habe ich dann fünf gehabt und habe mich dann eben qualifiziert und bin halt jetzt SAG-Member und eben diesen Künstlernamen Emil Moon. Das war mir sehr wichtig, das war sehr viel Arbeit. Und nachher habe ich leider halt, ich wollte drüben bleiben und das ist aber dann nicht gelungen. Ich habe gemerkt, man muss selbst als Schauspieler oder so, muss man viele Sachen können. Also nicht nur nicht ein Schauspiel nur allein, sondern muss sich selbst vermarkten können. Also muss sehr viel selbst machen. Auf Mont Blanc, Matterhorn, also dann habe ich eine Tour gemacht, eine Radtour in Tibet und ich spreche Slowenisch, Kroatisch und eben Englisch und Deutsch und Kampfsport und Paragleiten und Tauchen. Und also ich bin sehr vielseitig, Skifahren und. Aber, und das könnte ich vielleicht alles auch einsetzen als Schauspieler. Obwohl mein Wunsch noch immer ist, dass ich nach Amerika zurückgehe und dort weitermache. Ich war auch letztes Jahr 3 Monate drüben. Ich habe aber noch immer dasselbe Problem, obwohl ich mit der Arbeitsgenehmigung nicht. Also ich müsste entweder heiraten, das wäre wahrscheinlich das Einfachste. Ich bin auch frei, also ich würde niemanden, also das ist das Einfachere, aber es ist trotzdem nicht leicht, weil eigentlich will ich gar nicht heiraten. Ich habe auch Green Card Lottery gespielt. Das ist eine Sache, wo man jedes Jahr über den Computer sich anmelden kann. Und da werden 50.000 Green Cards verlost weltweit. Ja, das ist so Gerechtigkeitssinn der Amerikaner. Aber drüben fasziniert es mich einfach. Sie sind sehr professionell, es sitzt jede Sache. Success is when preparation meets opportunity. Das heißt, also man bereitet sich vor immer wieder. Also man wartet nicht, dass man die Gelegenheit hat, sondern man ist vorbereitet und auf einmal ergibt sich die Gelegenheit und dann hat man das schon, was man braucht. Und an das glaube ich auch und das ist auch meine Einstellung. Die Energie habe ich halt.